So, wir sind hier, die Erzählbox, heute mit einem Überraschungs-Unboxing. Einmal die Kugel für den Rex, für den Seilzugstatter. Ich habe das schon aufgeschnitten, weil ich gucken musste, ob das passt. Sonst hätte ich das wieder umtauschen müssen. Ja, die ist für den Seilzugstatter, damit du den anreißen kannst, ist der da. So, einmal den Akku-Pack, ebenfalls für den Rex. Dann das große Akku-Pack für den Carbon Fighter 3. Das Video folgt demnächst. Dann noch ein Stift, wo ganz viele Schraubendreherarten drin sind. Ebenfalls für den Carbon Fighter. Dann Spritschlauch für den Rex. Dann 1:6er Karosserieclips. 1:10er Karosserieclips. Und einmal das Glühkerzenset für den Rex. So, jetzt packen wir jetzt einmal alles auf. So, das mit der Kugel geht ja relativ schnell. Das Einbauvideo werde ich jetzt nicht drehen, weil das ist unnötig, finde ich persönlich. So. Macht einen sehr stabilen Eindruck, weil es ist ja Metall. Nehmen wir nochmal die Schere für das nächste Teil. Diesmal für das. Die Preise könnt ihr entweder im Internet nachgucken oder. Auf der Konrad-Internetseite haben wir es jetzt alles her. Den Akku-Clip für. Empfänger, weil ich wollte mir jetzt für den Rex keinen zweiten Akku kaufen. Also habe ich mir das gekauft. Für 7 Euro. Ja. Macht einen sehr stabilen Eindruck. Ja, was soll ich dazu großartig noch sagen? Die Clips brauche ich jetzt wahrscheinlich mal nicht auspacken. Weil sonst verlieren wir die gleich. Dieselben Clips habe ich hier schon einmal. Das sind dieselben. Diese hier sind dieselben. Ja. Die 1:10er brauche ich jetzt auch nicht auspacken. Dann das Akku-Pack. Boah. Bisschen starkes Plastik hier verwendet. Im Hintergrund könnt ihr vielleicht gerade hören, wie jemand mit dem SLS AMG fährt. Dazu werden wir wahrscheinlich kein Video drehen, denn es entspricht, irgendjemand schreibt es in die Kommentare, dass jemand das Video drehen sehen möchte. So, das ist der Akku-Pack. 2400 mA für den Carbon Fighter halt. Oh, den Müll wegtun. Dann der Stift. Oh, kann man einfach oben abreißen. Dann kann man oben einfach das rausnehmen. Hier kann man nun einfach hinten dran drehen, dann kann man den rausschieben und dann kann man es jetzt sehen. Hoffentlich kann man das jetzt sehen. Oh, das ist ein T6. Dann steckt man ihn einfach vorne rein, wenn das jetzt gehen würde. So, dann kann man einfach schrauben. Der liegt schön in der Hand. Sehr stabil, vielleicht haben den auch schon manche. Könnt ihr mal euren Erfahrungsbericht in die Kommentare schreiben? Der ist sehr stabil. So, man drückt einfach hier oben drauf und dann kommt er raus. Tut man ihn wieder in sein Fach. So. Wenn der jetzt. Dann verdreht man den einfach so lange bis dahin. So. Dann kommen wir mal zum Spritschlauch. Boah, mal grob aufgerissen. Spritschlauch. Verschiedene Farben. Boah. Einmal gelb, rosa, rosa und blau. Boah, brauchte ich jetzt mal, weil ich für den Rex neue Spritschläuche einbauen möchte. Und einmal das Glühkerzen-Set packen wir jetzt aus. Ja, ich. So, ja. Was für Glühkerzen sind drin? Von Rally und von. Von. So. Wir können immer in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Hier sind kalte, also ist ein Glühkerzen-Set, das kleine von Rally. Von Konrad. Ja.
Ja, das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal, eure RC-Boys.